Servus und hallo zu einer neuen Ausgabe des sc24.com Fußball News. Schön, dass du eingeschaltet hast und bleib auf alle Fälle dran, um die wichtigsten Themen nicht zu verpassen. Bevor wir zum Hauptthema kommen, Ungleichheiten im Fußball, möchte ich natürlich mit euch noch ein anderes Thema besprechen, was auch sehr, sehr wichtig ist. Bleibt auf alle Fälle dran. sc24.com ist dein Onlineshop im Internet. Schau doch mal vorbei, den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Das erste Thema, das wir heute behandeln, ist, dass viele Fußballvereine in der Bundesliga haben noch keinen neuen Trainer für die Saison 2022-2023. Wir haben jetzt schon den 1. Juni, in gut 2 Monaten geht auch die neue Saison los. Mit dem DFB-Pokal und dann Anfang August auch mit dem ersten Spieltag der Bundesliga. Ich frage mich, wenn die Vereine jetzt noch keinen Trainer haben, wie wollen sie dann eine gute Kaderplanung machen und B, eine gute Saisonvorbereitung? Ich weiß es nicht und es sind wirklich noch einige Vereine, die Stand heute noch keinen neuen Trainer haben. Unter anderem sind es natürlich Vereine wie Hoffenheim, Gladbach, bei Gladbach hat er der Favre abgesagt, Augsburg, total unnötig, dass der Favre, Weinzierl gegangen ist, und Wolfsburg hat er den Kovac verpflichtet, und Schalke ist auch auf der Suche. Und da ist die Frage, wenn ihr zu diesem Zeitpunkt noch keinen Trainer schon hätte, Hertha BSC auch, da heißt er das dann doch Schwarz. Ob der die richtige Lösung ist für Hertha, ich weiß nicht. Ich bezweifle es ehrlich ganz genau, weil einfach der auch so ein Kuscher ist vor dem Bobic. Und ob der Erfolg hat, ich glaube ehrlich gesagt nicht so wirklich, wie genauso wie der Kofut keinen Erfolg hat, glaube ich auch, dass der Sandro Wagner keinen Erfolg hatte. Die Spieler brauchen einen Tipp, Felix Wagner, der ein bisschen jünger. Und wir werden in der nächsten Saison sehen, wie es mit Hertha BSC weitergeht. Die haben sich ja gerade so gerettet. Ich bin gespannt, wen die verpflichten, ob es Sandro Wagner wird oder jemand anders wird. Ja, es ist sehr traurig, dass es ja, was ich schon in der letzten Folge gesagt habe, viele Trainer entlassen wurden. Vor allem, da im letzten Jahr viele Millionen gezahlt wurde. Aber dieses Thema hat man in der letzten Folge ausführlich behandelt. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und wir werden sehen. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt rein, was ihr meint zu den ganzen Trainerwechseln. Und das auch für alle Trainer entlassen, aber keinen Plan B haben. Wie es aussieht, 1. Juni ist es heute. Und viele Vereine haben immer noch keinen Trainer. Ich habe auf alle Fälle deine Meinung in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und jetzt kommen wir dann zum Hauptthema der heutigen Folge. Seid gespannt und bleibt auf alle Fälle dran. In etwas mehr als einem Monat fängt die Frauen-EM an, Europameisterschaft an. Und wir wollen uns mal angucken, wie auch die Unterschiede im Fußball sind, ob sie gerecht sind, ob sie ungerecht sind. Aber ich sehe es ja schon am Titel Ungleichheit im Fußball. Wir werden uns gleich mal genauer angucken, was das heißt. Aber wir sehen einfach hier, dass da einfach eine große Ungleichheit ist, womit ich euch sprechen möchte. Und wir müssen uns vorstellen, eine durchschnittliche Fußballnationalspielerin verdient 16 Euro pro Spielminute, während der Profifußballer im Schnitt 709 Euro pro Spielminute verdient. Wir sehen einfach dieser große Unterschied zwischen Männer und Frauen im deutschen Fußball. Und das Krasse genau gesagt ist, dass eine Fußballspielerin der ersten Bundesliga verdient 44 Mal weniger Geld pro Spielminute als ihr männliche Kollegen. Während Fußballspieler in manchen Städten in einem Bruchteil einer Sekunde eine Durchschnittsmiete erspielt haben, müssen die Fußballspielerinnen im Schnitt über 35 Minuten spielen. Und auch die Profifußballspielerinnen aus München müssen 137 Mal länger auf dem Platz sein, um eine Münchner Durchschnittsmiete finanzieren zu können. Wir werden uns gleich nochmal genauer angucken mit dem Mietenvergleich,
Aber ich finde es schon total erschreckend, dass immer noch der deutsche Fußball, der deutsche Frauenfußball immer noch in der Hinterhand ist. Am 6. Juli startet die in England die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Und ich bin einfach auch ein bisschen erstaunt, was sich da geldmäßig so wenig tut einfach. Und deswegen mache ich diese Folge mit euch heute, damit ihr einfach auch euch bewusst seid, dass das wirklich eine große Unverhältnismäßigkeit zwischen Frauen und Männern im Fußball ist. Und ich weiß nicht, viele Frauen beschweren sich im Berufsalltag, dass sie weniger verdienen als die Männer. Aber wenn man sieht, den Vergleich sieht zwischen Frauen und Männern im Fußball, ist es noch viel, viel, viel größer, die Differenz zwischen Verdienst, und es ist einfach auch nicht mehr fair den Frauen gegenüber. Wir gucken uns gleich nochmal Details ein, bleib auf alle Fälle dran und verpasst keine weiteren Informationen zur Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. So, nachdem wir uns schon mal ein paar Fakten angeguckt haben, wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen ins Detail gehen. Ihr könnt euch natürlich die Tabellen auch in Ruhe anhalten und euch alles detailgetreu lesen. Ist natürlich euch überlassen, wie ihr wollt. Und wir wollen natürlich anfangen mit München, Verein Bayern München. Der Mietspiegel ist 1850 ungefähr. Ja, durchschnittliche Wohnung über 1000 Euro. Die Männer verdienen ja ungefähr 6,8 Millionen im Jahr. Können natürlich locker zahlen. Und die brauchen ungefähr 50, eine 30 Sekunden, also eine halbe Minute Zeit, um eine Miete zu bezahlen, was schon krass ist. Die Frauen verdienen ungefähr 43.000, 44.000 und müssen 43 Minuten arbeiten in München. In Frankfurt ist natürlich für die Männer weniger, nur 1,3 Millionen ungefähr. Die brauchen 1,9 Minuten, wo die Frauen in Frankfurt 26 Minuten brauchen. Stuttgart mit dem VfB ist natürlich etwas günstiger, die Miete. Aber trotzdem, die Stuttgarter verdienen etwas mehr als die Frankfurter. Und die brauchen, und bei den Frauen ist es so, dass sie sogar ein bisschen länger brauchen, um dort ihre Miete zu bekommen. Die brauchen 28,9 Minuten, also 29 Minuten. Berlin, das ist der VfL Wolfsburg. Es sind ja viele, die in Berlin wohnen. Ist natürlich ganz günstig von der Miete her. Und da brauchen die Spieler bei den Männern 1,1 Minuten, bei den Frauen brauchen sie 28 Minuten. Ihr seht einfach diese großen Unterschiede, die da sind im Fußball, wo man sagt, einfach total krass einfach. Nehmen wir nochmal als Beispiel den HSV. Da kostet die Miete ungefähr 11,40 Euro pro Quadratmeter. Das schaffen die Männer in 1,9 Minuten. Die Frauen brauchen dafür 31,5 Minuten. Wir sehen einfach diese großen, großen Abweichungen im Fußball, wo natürlich echt, wo eigentlich die gleiche Leistung gebracht wird. Die spielen Fußball 90 Minuten, plus 3, 4 Minuten Nachspielzeit und müssen für ihr Geld länger spielen, um was davon zu haben. Und es ist natürlich total krass einfach. Und deswegen wollte ich einfach dieses Thema heute ansprechen. Ihr könnt euch die Tabelle natürlich in Ruhe angucken. Ihr könnt einfach auf Stopp klicken und es euch in Ruhe angucken. Und ist schon krass einfach vom Geld her einfach. Bei den Frauen am wenigsten, wo sie zahlen müssen, ist Düsseldorf. Das ist nur 22,6 Minuten. Aber trotzdem im Gegensatz zu den Männern mit 3 Minuten immer noch eine große, große, große Spange dazwischen. Und ja, guckt euch in Ruhe die Tabelle an, macht einfach auf Stopp. Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr das Video weitermachen. Bleibt auf alle Fälle dran, da wir uns noch ein bisschen was noch angucken wollen. So, wir haben natürlich noch schon ein paar Fakten angeguckt, auch zu den Mieten zwischen Männern und Frauen.
Aber wir wollen natürlich auch über den Tellerrand hinausschauen und gucken, wie ist es in anderen Sportarten, was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist. Und als Beispiel, ein Olympiateilnehmer aus Hamburg verdient 100 Mal weniger Geld pro Arbeitsminute als ein zweiter Bundesliga-Spieler vom HSV. Im Durchschnitt müssen Olympiakonen fast 800 Mal so lange arbeiten, um die Durchschnittsmiete ihrer Heimatstadt bezahlen zu können, bei vergleichbarer mentaler und körperlicher Belastung, was natürlich nicht so optimal ist, wenn die, obwohl die auch viel Sport machen und obwohl die auch sich zur Höchstleistung treiben, dass sie da trotzdem vergleichsweise genauso viel leisten wie Fußballspieler, aber viel, viel weniger Geld bekommen. So, ich hoffe, dir hat dieser Vergleich heute gefallen mit den Ungleichheiten, was die wirklich die große, große Ungleichheit ist. Und ich bin auch gespannt auf die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Und was cool ist, in Amerika haben die Fußballspielerinnen eine Angleichung ihrer Gehälter an ihre männlichen Kollegen erkämpft. Und das ist natürlich bei einigen deutschen Nationalspielern und anderen Fußballspielern nicht so. Das ist oft so, dass sie noch einen Job machen müssen, da einfach der geschätzte Jahresgehalt in der Bundesliga bei 43.730 ist. Jedoch unterscheiden sich das Gehalt teilweise gravierend. Manche Profifußballspielerinnen verdienen nur ein paar hundert Euro im Monat. Im Vergleich dazu liegt das Jahreseinkommen in der ersten Bundesliga der Männer bei knapp 2 Millionen Euro. Also wir sehen einfach, dass wirklich ein großer, großer Unterschied ist. Und auch die regionalen Mietpreise sind echt gravierend. Und deswegen hat mich gefreut, dass wir heute diese Folge Nummer 3, News Nummer 3 machen konnten. Ich danke auch unserem Partner. Unserem Partner Objeco, die einfach uns gezeigt haben, was da im Alltag so los ist. Ich freue mich sehr darüber, dass wir diesen Pressekontakt haben und ich freue mich über deine Meinung in den Kommentaren. Was sagst du zu den Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen im Fußball und auch zwischen Fußball und anderen Sportarten allgemein? Und ich würde mich natürlich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du ein Like da lässt, den Kanal abonnierst. Und ich freue mich natürlich auch sehr auf deine Kommentare. Jetzt ist die Folge etwas länger geworden als geplant, aber ich hoffe, das macht nichts. Und ich hoffe, dir hat sie trotzdem gefallen. Und ich freue mich auf deine Meinung. Und ich bitte auch, also auch die Frauenfußball unterstützt, nicht nur die Männerfußball. Wenn ihr zum Beispiel Fan von Bayern München seid oder Eintracht Frankfurt, dass ihr auch die Frauenfußball unterstützt und auch dort mal ab und zu mal ins Stadion geht. Gut, bis dahin, sag und ciao, euer Andi, mach's gut und bis bald.